Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Vater eines bald vierjährig werdenden Sohns. Und natürlich möchte ich für ihn die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist ganz klar und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum ich angefangen habe, Politik zu machen. Ich möchte ihn aber jetzt nicht für diese Debatte heute deswegen instrumentalisieren, weil er in einer Welt aufwachsen wird, die mit genügend Problemen zu kämpfen hat. Ich möchte eine andere Geschichte erzählen. Mein Sohn spielt sehr gerne ein Spiel, hält sich gerne seine kleinen Händchen vors Gesicht und tut so, als ob die Welt um ihn herum nicht da wäre. Meine Damen und Herren, der AfD-Antrag spielt das gleiche Spiel. Es ist hoch beeindruckend, dass Sie völlig ignorieren, dass selbst wenn Sie recht hätten, ignorieren Sie, dass es natürlich Klima, Energie und Umweltpolitik gibt und wir natürlich diese mitgestalten wollen. Sie geben mit Ihrem Antrag jeden Anspruch an Gestaltungswillen ab, verstecken sich hinter Ihren Händen und ignorieren die aktuelle Debatte. Das, meine Damen und Herren, ist traurig. Und natürlich ist es richtig, dass wir die aktuelle Klimapolitik sinnvoll ausgestalten müssen. Und Frau Weisgerber, Sie hatten gerade uns eingeladen, mitzumachen. Ja, wir warten immer noch auf die Einladung zum Klimakonsens. Natürlich haben wir hier schon 1000 Vorschläge aufgebracht, die wir machen. Aber ein Klimakonsens, der das Angebot des parlamentarischen Verfahrens als Konsens vorbringt, ist ein Witz und keine aktuelle Debatte. Es ist aber vor allen Dingen kein Bessermachen eines, so leid es mir tut, im Moment gescheiterten Klimapaketes. Sie hatten in Ihrer Rede darüber gesprochen, Herr Hilse, dass die wirtschaftliche Grundordnung gefährdet sei. Ich möchte Ihnen einen kurzen Zusammenhang dieser Worte der Finanzierung erklären. Wenn Sie Geld finanzieren, wenn Sie Maßnahmen finanzieren, dann verbrennt das Geld nicht. Das ist kein Feuer, um CO2 zu erzeugen, sondern es sind Investitionen in Infrastruktur, in Technologien, in Zukunft, in Energieversorgung. Das nennt sich Politik, das nennt sich Investitionen und das ist kein Geldverbrennen und es ist auch keine Gefährdung der wirtschaftlichen Grundordnung, sondern es ist Zukunftsinvestition. Man muss es nur richtig ausgestalten und liebe Bundesregierung, da sehe ich bei Ihnen auch noch einiges an Fehlern. Kollege Köhler, gestatten Sie eine Frage oder aber Bemerkung des Abgeordneten Hilse? Mit dem größten Vergnügen. Ja, ja, das wäre gut. Guter Punkt. Nein, es zeichnet sich aus, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte bloß richtigstellen, dass ich nicht davon gesprochen habe, dass die wirtschaftlichen Grundlagen, dass die wirtschaftliche Grundordnung zerstört wird, sondern die wirtschaftlichen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland werden peu à peu durch die Klimaschutzmaßnahmen, sogenannten Klimaschutzmaßnahmen, unterminiert, zerstört, wie auch immer man das nennen will. Ich war am Dienstag bei Akatech gewesen. Da habe ich niemanden von Ihnen da gesehen. Entschuldigung, Herr Nörmann, Sie habe ich gesehen, alles klar. Und Herr Spath, einer der Präsidenten von Akatech, sprach davon, dass die Warnsignale sehbar sind schon. Dass wir sozusagen das zweite Quartal hintereinander einen Minuswirtschaftswachstum haben, also ein negatives Wirtschaftswachstum haben, dass wir zurückgestuft wurden bei den Exportnationen von Platz 3 auf Platz 7. Das heißt, es ist schon zu sehen am Horizont, dass wir unsere wirtschaftlichen Grundlagen und auch mit der Ankündigung von circa 100.000 Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie, ist es ja schon am Horizont zu sehen, was es für Auswirkungen haben wird. Ich wollte bloß, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich nicht davon gesprochen habe, dass die wirtschaftliche Grundordnung zerstört wird, sondern unsere wirtschaftlichen Grundlagen als Deutschland. Aber Herr Hilse, wenn ich auf Ihren Kommentar antworten darf, Sie sprechen von einer kommenden Rezession. Und kommt eine? Ja, sehen wir. Kommt sie wegen der Klimapolitik der Bundesregierung, von der die Grünen behaupten, dass es keine Existenz ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie kommt davon, dass wir Handelskriege haben, dass wir nicht mehr auf Freihandel, auf Innovation, auf Fortschritt, auf Zukunft setzen, sondern auf Protektionismus weltweit, auf die Reduktion unserer gemeinsamen internationalen multilateralen Zusammenarbeit. Wir setzen auf die falschen Ziele. Und ja, macht die Bundesregierung alles richtig? Natürlich nicht. Müsste die Bundesregierung in Infrastruktur investieren? Natürlich. Müsste die Bundesregierung dafür sorgen, dass der Netzausbau schneller vorwärts geht? Natürlich. Müsste die Bundesregierung dafür sorgen, dass wir auch den Strom, den wir produzieren, volatil im Moment abspeichern? Natürlich. Hat sie da die Ideen
Weiß ich nicht. Hat sie dafür angefangen, Ansätze zu machen? Ja, das sieht man. Aber das sind die Punkte, warum die wirtschaftliche Gesamtsituation schwächer wird. Nicht die Frage der Klimapolitik. In ganz im Gegenteil, wenn wir aufhören, die Klimapolitik mitzugestalten auf europäischer Ebene und auch hier in Deutschland, dann werden wir unseren Fortschritt verlieren, dann werden wir unsere aktuellen Arbeitsplätze verlieren. Alleine gucken Sie sich doch das Thema Sustainable Finance mal an. Da geht es darum, um die Frage, wie wir nachhaltig investieren. Wenn wir jetzt aussteigen aus der Debatte, dann, liebe AfD, dann diskutieren wir nicht mehr darüber mit, wie investiert wird in Deutschland. Dann macht das Frankreich. Und wenn Sie die Debatte fürchten, wenn Sie aus der Debatte raus sind, dann ist Deutschland ganz kaputt. Und das wollen Sie ja wohl auch nicht. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir den Anspruch haben müssen, Klimapolitik auszugestalten. Ich glaube, dann kommen wir auch zu einem sinnvollen Weg. Wir haben unseren Plan ja vorgelegt. Es geht doch darum, Klimapolitik mit Klimapolitik zu machen. Es geht doch darum zu sagen, wir müssen das Budget, das uns der IPCC vorgibt, festlegen. Und darüber hinaus darf nichts mehr ausgestoßen werden. Dass wir dann dieses Budget über ein Handelssystem verteilen, da ist sich die Wissenschaft einig, dass das der beste Weg ist. Hat die Bundesregierung ein Handelssystem auf den Weg gebracht? Leider nicht. Sie hat sich für eine CO2-Steuer entschieden. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Aber es ist immerhin der Ansatz eines Weges, auch wenn er in die falsche Richtung geht. Aber lassen Sie mich noch ganz kurz auf diese Frage eingehen. Was wäre, wenn wir die Argumentation der AfD zumindest mal im Kern ernst nehmen würden. Was wäre, wenn wir sagen würden, Mensch, es gibt Anzeichen, es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, den menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Dann ist das eine Debatte. Das ist eine wissenschaftliche Debatte, die wird geführt, die wird in der Wissenschaft geführt. Aber meine Damen und Herren, ich hatte meinen Sohn erwähnt. Und diese wissenschaftliche Debatte zeigt doch nur, dass es kritische Stimmen innerhalb der Debatte gibt. Aber die große Mehrheit ist davon überzeugt, dass es einen Konsens gibt. Und die Gefahr einzugehen, dass es stimmt, was diese große Mehrheit sagt, und wir dann in 10, 20 Jahren vor wirklichen Problemen stehen, die dann weder ich noch mein Sohn lösen können, diese Gefahr will ich nicht eingehen. Ich will nicht, dass mein Sohn in 20 Jahren mal zu mir sagen wird, Mensch, Papa, ihr habt doch damals gewusst, worum es geht. Ich will nicht, dass mein Sohn sagt, warum habt ihr damals nichts getan? Ihr hattet alle Möglichkeiten. Das ist ein Verrat an meinem Sohn und das will ich nicht eingehen. Die Gefahr ist mir zu groß. Deswegen lassen Sie uns sinnvolle Klimapolitik machen und lassen Sie uns das anständig gestalten. Dankeschön. Das Wort hat die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarze-Lührsutter.